Der Mensch gewöhnt sich an Dinge und plötzlich sind sie ganz normal für ihn geworden. Habsucht und Herrschsucht bei den sogenannten Eliten, Geltungssucht bei Politikern und bei Prominenten und allgemeine Konsumsucht bei den Ausgebeuteten. Normal ist daran aber nur, dass Leute mit den entsprechenden Persönlichkeitsstörungen sich eben verstärkt in entsprechende passende Positionen drängen, entsprechende Rollen anstreben und einnehmen, während normalere Leute eher normalere Leben führen, bis schließlich die Verzerrung selbst zur Norm wird und alles in die Schräge, in die Schieflage zieht. Dann steht alles unter ständigem Stress und der Stress führt zur Erschöpfung oder zur Mattigkeit. Im Internet holt man sich dann gewohnheitsmäßig seinen kleinen Adrenalinkick ab, seinen aktuellen Aufreger. Es kann dabei auch gut so sein, dass sich Beobachtungen und Überlegungen herumsprechen, sich vielleicht sogar über die Echokammern hinaus herumsprechen, je nachdem, ob sie auf kompatible Weise formuliert werden. Aber jedenfalls für ein systematisches Nachdenken ist zu viel Aufregung nicht gut. Ich will bei der Gelegenheit einmal an Gott erinnern. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat einmal gewissermaßen Gott offiziell für tot erklärt. Über folgenden Satz von Nietzsche aus dem Werk Jenseits von Gut und Böse stolpere ich letztens immer mal wieder. Der Spruch wird gerne zitiert und zwar: Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lang in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Liebes Tagebuch, auch weil ich bei mir selber derzeit höchstens nur eine ganz moderate Gefahr wahrnehme, mich in einen klassischen Internet-Troll zu verwandeln, möchte ich doch noch ein wenig länger bei jenem Blick in den Abgrund verweilen. Solche sehr häufig fallenden Fragen oder Aussagen wie in etwa: Was ist nur los in unserem Land? Oder was alles schief läuft in unserer Gesellschaft, verdienen meiner Meinung nach nicht nur eine volle Aufmerksamkeit, sondern auch ausführliche bzw. möglichst gründliche Erklärung. Ein ganz vollständiges Bild wäre sicherlich zu viel verlangt, aber eben drum halte ich es für sinnvoll, so viele Puzzlestücke wie möglich zusammenzutragen. Es kann dabei vermutlich auch jede zusätzliche Einsicht die Veränderungschancen begünstigen. Dazu lohnt es sich unbedingt auch, die Vorgeschichte so gut wie möglich mit einzubeziehen. Vor den Weltkriegen, im Übergang zum katastrophalen 20. Jahrhundert, hat sich viel, wenn man so will, Geistiges getan. Und da haben wichtige Beeinflusser der künftigen Gesellschaften bzw. der Menschheit, wie Karl Marx oder auch Sigmund Freud, der Religion bzw. dem Glauben schwer zugesetzt. Und insbesondere auch Friedrich Nietzsche. Nietzsche hat dann auch logisch durchaus konsequent mit einer allerdings fast manisch anmutenden Skrupellosigkeit mit seinem Gesamtwerk geradezu eine Bibel der Unmoral geschaffen und damit, wie ich meine, wie kein anderer einem Phänomen Vorschub geleistet, das man zumindest perspektivisch betrachtet als gebildeten Immoralismus bezeichnen kann oder auch als vornehmen, gebildeten, geistreichen Immoralismus. Ich würde sagen, er hat dadurch wie kein anderer einen zutiefst überzeugten Immoralismus für sozusagen gehobene Kreise dauerhaft salonfähig gemacht, für gebildete bürgerliche Kreise und auch für akademische Kreise. Nur zum Vergleich, liest man sich dagegen einmal die sogenannte satanische Bibel von Anton LaVey durch, kommt einem diese im Vergleich dazu fast eher nur wie ein dummer Jungenstreich vor. Selbstverständlich haben auch andere namhafte Autoren mehr oder weniger in diese Kerbe gehauen. Und ich halte es für wissenswert, dass möglicherweise hier insgesamt jedenfalls nicht nur der Glaube an Gott, sondern zugleich auch der Glaube an den Sinn von Moral nicht nur schwer erschüttert wurde, sondern auch dauerhaft beschädigt geblieben ist.
Das Tückische oder auch Teuflische bei Nietzsche ist, dass er mit all seinem Werk permanent den Eindruck vermittelt, dass es im Grunde dumm ist, moralisch zu sein. Die psychischen Pathologien, die dadurch direkt angesprochen werden, habe ich eingangs erwähnt. Selbst der vielleicht an sich noch kurzfristig harmlose sexuelle Hedonismus läuft doch immer wieder auf Täuschung, Lüge und Betrug hinaus, später aber durchaus auch noch auf Vereinzelung, Einsamkeit und Kinderlosigkeit. Der Geist kann Werke erzeugen, die auf die Welt zurückwirken, und ich hege den leisen Verdacht, dass es auch im Fall von Nietzsche zu einer entsprechenden und nachhaltigen Rückkopplung gekommen ist, bloß eben quasi noch um eine Ecke herum, die nun noch zu erläutern wäre. Ich will hier noch kurz betonen, dass ich das soziologische Phänomen des Satanismus hiermit nicht verharmlosen will. Man kann bloß auch dem Thema in Kürze gar nicht gerecht werden, weil man hierbei zum Beispiel auch zwischen eben dem sogenannten Lavation Satanismus und der eindeutigen unverhohlenen Teufelsanbetung und weiteren Spielarten unterscheiden sollte. Ich will hier vielmehr festhalten, dass der Satanismus nur die besonders extreme und besonders auffallende Spielart eines Phänomens ist, das auch viel unauffälliger und diskreter sozusagen mit allgemein gesellschaftsfähigem Feigenblatt in Erscheinung treten kann und doch schließlich in der Auswirkung den Satanismus noch deutlich übertreffen kann. So kann man mit dem sogenannten gebildeten Immoralismus zum Beispiel einen uneingeschränkten Wirtschaftsliberalismus rechtfertigen, der sich zum Beispiel in Form von Nahrungsmittelspekulationen an der Terminbörse äußert, welche in der Tat die Folge haben können, dass Menschen deswegen verhungern. Man kann damit auch wirtschaftskriegerische Geschäftspraktiken rechtfertigen, wie zum Beispiel feindliche Übernahmen oder auch einfach Geschäftspraktiken, die mit systematischer Tierquälerei und Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung einhergehen oder auch mit menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, mit vorsätzlicher Ausbeutung etc. Meine eigene erste Begegnung mit dem Liberalismus war die mit der Musik der 60er Jahre, Beatles, Rolling Stones und so weiter. Die sogenannte Flower Power Bewegung faszinierte mich. Filmraritäten von alten Konzerten und vom Woodstock Festival, die Antikriegsbewegung, und ich dachte mir dabei eher unterbewusst und nicht weiter reflektiert: Der Liberalismus bzw. eben gesellschaftliche Freiheit, das könne ja nichts Schlechtes sein, es gehe dabei ja nur um Freiwilligkeit. Nicht viel später kam es dann andererseits aber auch dazu, dass ich mir mal eine kleine Einführung in die Betriebswirtschaftslehre durchlesen wollte, und weil ich nicht wusste, für was für eine ich mich entscheiden sollte, nahm ich schließlich dann einfach ein noch bis heute gängiges Standardwerk. Das war höchstwahrscheinlich die Einführung in die Betriebswirtschaftslehre von Günther Böhe, die Bibel der BWL, wenn man so will. Und es dauerte nicht lange, bis ich über eine gewisse Aussage stolperte, und dann staunte ich nicht schlecht. Und zwar war das betont die Aussage, dass es sich bei der Betriebswirtschaftslehre um eine ausdrücklich wertfreie Wissenschaft handelt. Da war ganz schnell klar, wie der Hase allgemein läuft und warum. Es geht dabei, in eigenen Worten gesagt, also nur um die rein technische Seite des Gewinnerzielens und der Steigerung von Profit. Ethische oder gar philosophische Bedenken spielen dabei schlicht keine Rolle. Dafür sind ausschließlich die geltenden Gesetze da. Zum Zweck der Gewinnerzielung und Steigerung von Profit kann und auch sollte man also vor nichts zurückscheuen oder zurückschrecken, solange es nur nicht verboten ist. Mittlerweile weiß ich allerdings, dass auch dies, also der Wirtschaftsliberalismus,
noch ein deutliches bisschen weitergetrieben wird. So ist es mittlerweile eine fast alltägliche, gewöhnliche Praxis, dass man versucht, über Lobbyismus und Funktionäre auf den Gesetzgeber Einfluss auszuüben, um störende Gesetze auszuhöhlen oder beiseite zu schaffen. Ansonsten werden Strafzahlungen oftmals auch einfach in Kauf genommen, weil dabei trotzdem in der Regel noch genug vom Gewinn übrig bleibt, sodass sich das jeweilige Geschäft trotzdem lohnt, auch wenn ein Kläger in Erscheinung tritt. Zumal es den Anwaltskanzleien oftmals auch gelingt, außergerichtliche Einigungen herbeizuführen, und diese sind verhältnismäßig günstig. Ein Gegensatz zu all diesem wäre übrigens zum Beispiel das Konzept vom sogenannten ehrbaren Kaufmann. Damit kann man sich mal beschäftigen. Der ehrbare Kaufmann hatte oder hat noch Werte. Anbei bemerkt sogar das alttestamentarische religiöse Zinsverbot, für das sich auch schon Aristoteles und Platon eingesetzt hatten, hatte in Europa im Mittelalter einmal Geltung. Wie es der Gesellschaft damals damit ging, kann man bei Wikipedia, wie ich finde, nicht so gut oder leicht nachlesen. Da müsste man gegebenenfalls vielleicht zum Beispiel Dirk Müller fragen. Der hatte sich mal vielsagend dazu geäußert. Wenn ich mir nun noch den heute gängigen Begriff der gesellschaftlichen Elite oder der Eliten einmal anschaue, dann sind damit zumeist die Reichen, die Einflussreichen, die Herrschenden oder die sogenannten Leistungsträger gemeint. Vielleicht wohl auch im Sinne einer sogenannten Herrschaft der Fähigen. Allgemein wird hierbei interessanterweise nicht das Kriterium angewendet, ob und inwiefern und wo diese Elite Steuern zahlt. Insbesondere der sogenannte Leistungsträger kann also durchaus seinen Steuersitz irgendwo in einer Steueroase haben. Zweitens fällt mir ganz persönlich dabei noch auf, dass mit dem Begriff Leistungsträger in der Regel eher eben nicht die allgemeine arbeitende Bevölkerung gemeint ist, sondern zumeist eher die, ich sage es ein bisschen provokant mal so, Organisatoren von Arbeit. Ich persönlich sehe es nämlich genau umgekehrt. Ich halte die allgemeine arbeitende Bevölkerung logischerweise für den Leistungsträger. Und um nun den Begriff der sogenannten Herrschaft der Fähigen einmal direkt aufzugreifen, so fällt mir dabei noch zweierlei auf. Und zwar können mit den Fähigen eigentlich schwerlich allen Ernstes die Politiker gemeint sein, aber vielleicht sehe ich das falsch, es ist eben eine Meinung oder persönliche Ansicht, die man allerdings argumentativ umfassend belegen könnte. Die Politiker erweisen sich ja zuweilen als unfähig und sogar auch als nicht einmal wissend oder hinreichend informiert. Und zweitens fällt jedenfalls bei all diesem auf, dass der Aspekt einer charakterlichen Eignung hier gar keine besondere Rolle zu spielen scheint. Die Frage, ob eine Person, um zum Personenkreis der Elite gezählt werden zu können, eine ausgewogene, geerdete oder im Gegenteil überspannte Persönlichkeit ist, scheint ebenso wenig eine Rolle zu spielen wie die Frage nach der moralischen Integrität, sodass es sich bei diesem Begriffsgebrauch im Prinzip auch um eine moralisch abgehobene Elite handeln könnte, welche sozusagen die elitäre Selbstherrlichkeit für sich beanspruchen könnte, den Eigendünkel, über der einfachen Moral für den einfachen Bürger zu stehen. Tja, und trotzdem ist damit die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Gott ihnen dafür die Ohren lang ziehen wird, und zwar von der Erde bis zum Mond. Unsere Taten könnten nämlich ganz wie Kredite sein, wie eine Schuld, die irgendwann beglichen werden muss, auf Heller und Pfennig, mit Zins und Zinseszins und auch mit Zwangsvollstreckung und mit Sofortvollzug. Und beim Vollzug sind dann eben noch einige verschiedene Spielarten vorstellbar. Aber Gott wird uns das Leben nicht abnehmen, unser Kinderzimmer müssen wir selber in Ordnung halten oder halt mit der Unordnung klarkommen. Da sind
ungezogene Kinder, die wollen die Geburtstagstorte immerzu ganz für sich alleine haben. Und da sind die ebenfalls infantilen, derzeitigen Erziehungsbefugten, die machen da auch noch mit. Und nun wollen sie den ganzen Sandkasten an die Nachbarn verkaufen und so weiter. Siehe die Bahn, die Telekommunikation, die Pflegeeinrichtungen, der Strom, wohl bald auch noch das Trinkwasser. Das Wohl der Mehrzahl ist ihnen egal, die Tierquälerei ist ihnen egal, die Erniedrigung der grundsätzlich ehrwürdigen alten Menschen ist ihnen egal. Stattdessen haben sie ganz eigene Ziele, obwohl es eigentlich einen Gesellschaftsvertrag gibt, der auf Arbeitsteilung und Vertrauen beruht. Aber ganz genau so geht eben der Immoralismus. Da macht man, was man will und schaut, ob man damit durchkommt. Die Verasozialisierung der Gesellschaft wird heute im teuren Anzug repräsentiert, organisiert und verwaltet von Leuten, die die Taschen voll kriegen von systemischen Verteilungsgeldern, und wer Kritik übt, ist schon ein Verräter. Und, ja klar, der verrät ja auch die Abzocke und den Betrug. Sie verschleudern etwas, das gar nicht ihnen gehört, ohne zu fragen. Damit ist eigentlich schon alles klar. Und dann erhöhen sie sich selber noch laufend das Gehalt, das sie ganz und gar überhaupt nicht verdienen. Und damit ist eigentlich noch alles klarer. Und das ist eine Vertrauenskrise und die wird nicht weggehen. Und hier wird noch viel moralisches Unrecht geschehen. Als Trost bleibt dann nur der Umstand, dass in der Krise viele Menschen über sich selbst hinauswachsen, aber leider sind das dennoch oftmals Dramen und Tragödien. Die Menschheit entwickelt sich nur technisch. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Sonne, die aufging und wieder unterging, atemlos jagt sie zurück an den Ort, wo sie wieder aufgeht.